Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute gemeinsam diesen süßen kleinen Igel in einem lockeren Aquarellstil malen. Ihr werdet nur wenige Minuten dafür benötigen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Bevor wir jetzt gleich mit der Skizze starten und dieses Bild hier besprechen, kommen wir noch mal kurz zu den Materialien. Ich habe hier einen Rundpinsel in Größe 6. Der hier ist in Größe 3, aber hier geht auch 0 bis 3. Wichtig ist, dass ihr eine ganz feine Spitze habt. Dann habe ich mir Aquarellpapier auf so einen Karton geklebt. Aquarellfarben und am besten 2 Gläser Wasser. Einmal für Schmutzwasser und einmal für sauberes Wasser. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr so Tierchen malen wollt in so locker leichtem Aquarell, schaut euch ganz viele Bilder an, am besten im Internet. Also das ist auch hier ein Foto, das ich aus dem Internet ausgedruckt habe. Natürlich in der freien Wildbahn ist es am besten, ja, die Form so wahrzunehmen von einem Igel jetzt zum Beispiel. Da wir aber nicht immer die Möglichkeit haben, diese Tiere jetzt in live zu sehen, ja, helfen uns Bilder dabei. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich dann ja, so ein Tierchen darstellen möchte, ich schaue es mir eben genau an, auch verschiedene Bilder und versuche den Körper oder die Form quasi runterzubrechen. Hier zum Beispiel speziell bei diesem Bild ist es so, dass ich hier quasi mir einfach Formen vorstelle. Also hier ist quasi die komplette Igelform, ist eher ja, wie so ein Kreis. Und wenn wir das jetzt hier einmal als Skizze darstellen möchten, dann würde ich das quasi so machen, dass ich mir hier einen runden Kreis vorstelle. Und wenn wir uns jetzt hier den Kopf anschauen, dann erkenne ich hier eine Herzform. Also so geht es mir zumindest. Und dann ja, stelle ich mir jetzt hier quasi eine Herzform vor. Dann haben wir hier noch die Öhrchen, hier unten ein Näschen und hier dann quasi die Augen. So breche ich quasi erstmal den Körper des Igels quasi auf einfache Formen runter und habe so dann quasi eine Vorstellung, wie die Skizze dann sein kann, um mich quasi an der auch dann später, wenn ich mit Aquarellfarben male, mich daran zu orientieren. Dann ist es natürlich auch so, dass ich mir hier so ein bisschen anschaue, wie verlaufen hier die Striche und die setze ich dann jetzt hier auch nochmal so hin, dass ich mir so ungefähr den Strichverlauf vorstellen kann oder dann hier, während man dann die Skizze malt, kann man dann die Skizze auch noch mal verändern, indem man eben das Näschen größer macht, weiter unten vielleicht. Und auch hier sehen wir, dass ja, hier vorne beim Schnäuzchen die Striche hier so auseinander gehen. Und so ist es quasi für mich einfacher, das Ganze dann darzustellen. Und wenn ich mir so eine Skizzenform gemalt habe, orientiere ich mich wirklich an dieser Form, indem ich dann frei mit Aquarell male. Was sehr, sehr wichtig ist, macht mehrere Bilder. Das kann ich euch auch hier zeigen in meinem Skizzenbuch. Also ich habe das Motiv öfters gemalt, habe dann auch noch andere Fotos quasi nachgemalt. Und hier könnt ihr auch sehen, wie ich mir die Skizze quasi runtergebrochen habe. Hier wirklich nur in Formen. Also ich habe es ganz simpel gemacht. Das kann ich jetzt hier auch nochmal hinzeichnen. Also mein Tipp, malt das Igelchen ganz, ganz, ganz oft hintereinander. Wenn wir jetzt hier wirklich nur die Formen zeichnen, dann ist es quasi so, dass wir hier einen runden Kreis haben. Hier ein Herz. Und dann hier quasi 2 Kreise und hier noch ein Kreis. Ganz simpel. Ich hoffe, das ist ein schöner Tipp für euch mit diesem simplen Runterbrechen in Formen. Ja, könnt ihr einfacher ja, Körper und Wesen
und Tierchen wahrnehmen und dann quasi wieder darstellen. Bevor ihr mit allem loslegt, kann ich euch empfehlen, eine Farbpalette vorher festzulegen, welche Farben ihr verwendet. Das ist ganz egal, ihr könnt euch ja hier an meinen Farben ein bisschen orientieren. Ich habe das Igelchen, da es ja sehr abstrakt ist, locker leicht, habe ich auch besondere Farben gewählt. Also ihr seht, als Unterschied zum Original sind die Farben hier wirklich ganz anders, aber das ist ja die künstlerische Freiheit. Welche Farben ihr verwendet, das überlasse ich euch. Der Ablauf ist immer der gleiche. Vielleicht möchtet ihr auch meine Farben verwenden und könnt euch hier dran orientieren, aber ich möchte, dass ihr frei in eurer Farbgestaltung bleibt. Und jetzt geht's los. Ihr könnt euch sehr gerne diese Skizze auch aufs Aquarellpapier draufzeichnen als Orientierung, wenn euch das hilft. Ich mache das Ganze jetzt frei und ihr macht das am besten so, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Ich habe mir einen gewissen Ablauf angeeignet. Ich nehme jetzt erstmal hier die dunkelste Farbe und beginne quasi hier in der Mitte, also hier unten. Ich beginne mit dem Näschen, indem ich hier mit einem schönen dunklen Pigment erstmal ganz locker so ein, ja, etwas rundliches Dreieck nach unten male. Hier lasse ich noch mal einen weißen Fleck. Das ist ja wie so ein Glanzpunkt, den wir ja hier auch ganz gut erkennen können. Und als nächstes gehe ich hier nach oben. Also ich stelle mir hier quasi das die Herzform vor und setze hier quasi zwei so kleine Öhrchen hin. Ich gehe hier nochmal in mein Wasser. Die Öhrchen oben sind quasi parallel zueinander. Hier kann man sich auch, ja, wie so ein Dreieck vorstellen. Da mache ich hier einfach mal so zwei kleine C-Bögen. Ruhig etwas heller als das Näschen hier unten. Und dann gehe ich nochmal in mein Wasser, weil ich hier jetzt sehr hell weiterarbeite. Nehmen wir jetzt hier mal diese helle Farbe. So. Und dann beginne ich quasi hier oben weiterzuarbeiten, indem ich mir hier so leichte, ja, Striche nach außen ziehe. Also schön hell soll das Ganze sein und dann geht es hier auch so weiter. Ich umrande jetzt hier quasi das Köpfchen. Alles bleibt sehr locker, sehr leicht. Ich wasche immer wieder meinen Pinsel aus. Gehe hier nochmal drüber in die Farbe rein. Und auch hier unten, also hier unten rum an dem Näschen, ziehe ich hier auch nochmal etwas Farbe rein, wasch wieder meinen Pinsel aus. Also ich arbeite immer wieder mit Wasser, gehe hier nochmal rein mit der Spitze und arbeite mir so ungefähr ja, die Kopfform. Da wir ja hier die Herzform haben möchten, gehe ich hier nochmal rein, ziehe das hier nochmal so aus der Mitte raus, dass man hier ungefähr die Herzform erkennt, mit einfachen, leichten, hellen Strichen. So, und dann gehe ich jetzt hier an das Näschen und möchte hier auch so ein bisschen das Schnäuzchen andeuten. Und wenn das Näschen noch etwas nass ist und da hier ja viel Pigment drin ist, kann ich euch auch empfehlen, nur mit Wasser zu arbeiten und hier so ein bisschen das Pigment rauszuziehen, ganz vorsichtig mit der Spitze. Nicht zu viel drauf. Also so könnt ihr euch quasi das Igelchen so langsamer arbeiten und so Schritt für Schritt könnt ihr dann das Bild entstehen lassen und habt hier jetzt schon mal so eine leichte Kopfform.
angedeutet. Hier könnt ihr auch noch mal reingehen mit Wasser. Und jetzt beginne ich auch schon damit, meinen Körper darzustellen. Hier gehe ich auch noch mal in die dunkle Farbe und habe ja hier jetzt quasi diesen runden Körper und ziehe hier ganz leicht einfach so Striche außen rum, dass wir so erstmal einen lockeren Rahmen haben. So, dann gehe ich wieder ins Wasser und drücke jetzt ein bisschen fester drauf. Ihr seht es ja hier. Und mache hier noch mal ein paar Strichchen hin. So, jetzt mische ich mir hier noch mal etwas mehr Farbe. Bin jetzt auch mutiger und gehe hier noch mal mit Farbe rein. So, ruhig so ein bisschen drüber, dass das ineinander läuft. Es soll ein lockeres Aquarell werden. Also ganz in einem, ja, es ist eigentlich die Nass-in-Nass-Technik, die wir jetzt hier, oder die Verwaschtechnik, die wir jetzt hier anwenden. So, und um jetzt das Ganze spannender zu gestalten, gehe ich mir jetzt in meine Farbe und habe mir hier so eine Art Rosa angemischt. Ihr könnt auch ein schönes Hellblau verwenden, das sieht dann auch immer ein bisschen spannender aus. Und jetzt gehe ich hier quasi rein, gehe nochmal so ein bisschen drüber und bringe hier mit so einzelnen Strichen noch ein bisschen Rosa mit rein, dass das auch wieder mehr Spannung hat. Ein bisschen spannender wird das Bild. So, wasche nochmal meinen Pinsel aus. Orientiere mich immer so ein bisschen hier dran. Also immer wieder aufs Bild gucken, aber nicht auf das Bild versteifen, damit es abstrakt bleibt. Jetzt ziehen wir es rum. Ehrlicherweise wurde gerade mein Video gecrashed. Aber ich mache jetzt gerade weiter. Und so gebe ich jetzt hier noch was von dieser Farbe rein. Und verwende jetzt auch noch mal hier mehr Wasser. Ziehe das hier noch mal ein bisschen rein. Also wie viele Weißräume ihr lasst, das ist ganz euch überlassen. Oh. Und wenn ich das jetzt hier ungefähr habe, hier möchte ich vielleicht mal mein Näschen noch ein bisschen größer machen. Das kann man ja auch im Nachhinein dann auch noch mal etwas ausarbeiten. Dann arbeite ich hier mit der Spitze mit viel Pigment. Und auch hier bei den Öhrchen vielleicht noch ein bisschen Pigment drüber. So, nicht so viel. Jetzt nehme ich mir hier meine grüne Farbe, dafür habe ich Gelb und so ein kühles Grün gemischt. Und das geht hier auch ganz locker. Ihr nehmt hier ja, so eher flüssigere Aquarellfarbe und dann geht das hier so ganz einfach. Ihr zieht hier jetzt einfach so ein paar Gräser nach oben, erstmal mit dem Pigment. Dann wascht ihr es wieder aus und geht dann wieder mit Wasser rein, damit das Ganze noch aufgelockert wird. Ihr könnt dann hier auch so mal kurz drüber gehen, hier noch mal rein. Das Ganze sollte nicht zu gewollt aussehen, also schön locker. Hier gehe ich auch noch mal mit Gelb vielleicht rein. Hier sind dann noch mal so Blümchen, die muss man nicht reinzeichnen, kann man. So. Vielleicht noch einen etwas dunkleren Ton. Und das Ganze lasse ich jetzt erstmal trocknen. Wenn das Ganze getrocknet ist, dann nehmt ihr euch euren feinen Pinsel zur Hand
Und dann können wir hier mit einer schönen dunklen Farbe mit viel Pigment ganz vorsichtig die Augen reinmalen. Ich halte das Ganze sehr schlicht und einfach. Also ich mache hier einfach nur so zwei Punkte rein. So. Lass hier dann auch noch mal rechts so einen kleinen Lichtpunkt. Achtet darauf, dass wenn ihr einen Lichtpunkt lasst, dass der Lichtpunkt wirklich auf der gleichen Seite ist. Sonst sieht es nämlich aus, als würde das Igelchen schielen. Und dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier und da nochmal ein paar Highlights reinsetzen. Oder nochmal ein paar Striche. Da mache ich hier zum Beispiel noch mal so ein paar kleine Striche rein. Ganz vorsichtig. Vielleicht hier noch bei den Öhrchen. Hier und da noch mal so ein paar Striche ein. Auch hier ein Gras noch mal. Und zu guter Letzt entscheide ich mich noch dazu, hier ein paar Sprenkel drauf zu sprenkeln. Und dann ist mein Igelbild auch schon fertig. Ich freue mich, wenn wir unter dem neuen Hashtag lockerleichtes Aquarell ganz viele Bilder sammeln. Und da werden wir noch mehr so kleine Illustrationen gestalten. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne, wenn ihr mögt, in die Kommentare schreiben, welches Tierchen ihr noch Lust habt zu malen. Also schreibt mir das gerne und dann wird es eine Anleitung dazu geben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachzeichnen, Nachmalen. Und ich freue mich wahnsinnig auf eure Bilder. Habt eine gute Woche. Und in diesem Sinne, lebe kreativ. Eure Silberstolz, macht's gut.